Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Witcher. So, in der letzten Folge haben wir gegen Azar und auch gegen den Professor gekämpft und haben die 10 Sephiroth in ihre Monolithen eingesetzt und haben damit Kapitel 2 abgeschlossen und befinden uns nun in Kapitel 3 in Trisshaus im Händlerviertel, was doch vorher die ganze Zeit abgesperrt war. Gut, wir haben jetzt ein paar neue Quests. Jetzt muss ich sagen, gucken wir uns aber erstmal in ihrem Häuschen hier um, was sie so alles eben in Schränken versteckt hat. Ein Schleifstein. Zauberinnen und Zauberer. Das Buch beschreibt die bedeutendsten Persönlichkeiten und den Zauberern und analysiert ihren Einfluss auf die Politik. So. Die Bruderschaft der Zauberer ging nach dem Aufstand von Feld unter, als einige der Magier des Hochverrats im Dienst in Nilfgaard bezichtigt und verhaftet oder getötet wurden. Alle bedeutenden Zauberer hielten sich dort auf, da am nächsten Tag eine Sitzung stattfinden sollte. Auch neutrale Magier kamen während der Kämpfe ums Leben, darunter Hen Gedimedave, ach, keine Ahnung, wie man das ausspricht, der sich noch an die Anfänge der Kolonisierung durch die Menschen erinnerte. Kurz danach beginnte Sire de Vries Selbstmord. Ihr Todestag besiegelte das Ende der Bruderschaft und den Beginn einer neuen Ordnung. Nach dem Aufstand von Thanet gewannen einige Zauberinnen an Einfluss. Philippa Eilhardt stärkte unter den Kulissen des Redanischen Hofes ihre Position, während die Elfin Francesca Finderbeer, die Königin des Blumentals, sich hinter die Ausgangsangelegenheiten der Menschen einmischte. Triss Merigold, eine der jüngsten Zauberinnen, die Foltests Interessen vertrat, sollte ebenfalls Neuordnung mitgestalten. Gut, das ist Triss. Das ist ein Teleporter. Wo kann er uns denn hinbringen? Wohin wollt ihr gehen? Zum Sumpf und zu Kalkstein. Ich bleib jetzt mal hier. Dann gehen wir jetzt erstmal hier runter. So, was haben wir hier? Alt. Hier haben wir Bier. Bier, Bier, Bier. Habe ich schon. Die Pogrome in Rivien. Die Geschichte der Pogrome gegen Anderlinge in Rivien, bei denen der berühmte Geralt von Riva starb. Anonym, nach Augenzeugenberichten. Unmittelbar nach dem Krieg war das Volk von Rivien unglücklich. Alle lebten in Armut und hatten den Eindruck, dass die Könige und Morgnaten sie bei den Friedensverhandlungen betrogen hatten, dass sie sich nicht an Nilfgaard rächten. Ein Sündenbock war erforderlich und wie immer mussten die Wachselberger herhalten, Anderlinge und Hexen. Aus irgendeinem nichtigen Anlass ging eine erboste Menge auf die Straße. Jeder, der anders schien, wurde zur Zielscheibe. Zwergen, Elfe und der Zauberei verdächtigte, sie alle wurden ermordet. Und wie immer nutzten die Menschen die Situation, um alte Rechnungen zu begleichen, um zu plündern und zu vergewaltigen. Ich schäme mich, dass so wenige tapfer genug waren, für die Verfolgten einzutreten. Zu diesen wenigen gehörte der berühmte Geralt von Riva, der seine Freunde beschützte und auf einer Missgabe starb. Hätte Triss Merigold nicht eingegriffen, die Zahl der Opfer wäre noch höher geworden. Die Zauberin beschwor einen kräftigen Hagelschauer über der Menge. Nur dieser mächtige Zauber nutzt, setzte den Aufstand ein Ende. Ich weiß nicht, was aus dem Leichnam Geralt von Riva und denen wurde, die an seiner Seite standen. Das war grob erklärt quasi das Ende der Romane von The Witcher, dass Geralt am Ende halt gestorben ist und von Ciri weggebracht wurde. So, raus ins Händlerviertel. Das neue Gebiet, wo wir uns hauptsächlich hier im Kapitel 3 aufhalten werden. Ihr da! Bleibt sofort stehen! Ja? Euren Pass! Ihr übertreibt es mit den Pässen. Beschwert euch beim König, wenn ihr es nicht lassen könnt. Er ist zurückgekehrt? Nein, aber alle neuen Erlasse tragen sein Siegel. Ihr dürft gehen, Hexer. Lebt wohl. Okay. Ist das heiß an diesem Ding? Bin ich so angedackelt hier. So, jetzt gehen wir mal kurz unter Quests. So, ich traf einen Offizier, der meinen Pass zu sehen verlangte. Hier stimmt etwas nicht. Hatte König Velerat befohlen, den Notstand auszurufen. Ich mag mich zwar von der Politik fernhalten wollen, spüre aber, dass ich, dass das in Visima unmöglich ist. Ärger ist etwas, das ich lieber vermeide. Die Quelle.
Würfelspiel, ein von deinem Empfang, das mache ich erst später. Faustkampf. Persönlichkeit. Triss kann meine Erinnerungen nicht einmal mit Hilfe von Magie zurückbringen. Die Zauberin riet mir, die Wahrheit nicht in den Erzählungen der Menschen zu suchen, um kein falsches Bild meines Selbst zu erschaffen. Soll ich meinen Reflexen und Gefühlen vertrauen und dann überlegen? Ist das der richtige Weg, um meine Persönlichkeit neu zu formen? Vielleicht hilft es, meine Erinnerungen zurückzuerlangen, wenn ich mit Leuten spreche, die mich einst kannten. Okay. Dann machen wir jetzt mal die Quest mit der Quelle, würde ich sagen. Triss Merigold bat mich, 3 Magiesensoren an 3 Orten in Büsima aufzustellen. Einen im Händlerviertel neben dem Rathaus, einen im Tempelbezirk neben dem Eingang zur Kloake und einen am Friedhof. Triss behauptet, dass die magischen Anomalien der Grund dafür sind, dass mehr Ungeheuer in Büsima auftauchen. Die Sensoren sollten uns helfen, die Quellen dieser Anomalien aufzuspüren. Ich muss 3 magische Sensoren aufstellen, einen nahe dem Rathaus, einen weiteren am Eingang zur Kanalisation und den dritten auf dem Friedhof. Okay, dann mach ich jetzt erstmal hier ein paar Saves. Zack. Okay. Tja, genau, tja. Oh, was haben wir hier? Eine Tür? Haus. Das ist einfach nur Haus. Armes Mädchen. Mein Zahn tut weh. Niemand liefert mehr Holz an die Stadt. Das bedeutet Krieg mit den Dryaden vom Brokilon. Müssen wir ja erstmal hin. Guckt auf die Karte. Vorne. Wachtel. Maribor Tor. Majone. Wappenschmied. Was sollte ich hier mitnehmen? Gerberplatz. Das ist die Bank. Ach hier. So. Es fehlen noch 2. Sehen wir uns jetzt hin, was sagt er mir? Friedhofstor. Boah, ich kann leider nicht pfeifen. Der Soundtrack gefällt mir auch hier sehr gut. Witch hat auch allgemein einen sehr guten Soundtrack. Was führt euch hierher? Also Sekunden später, vergesst es. Oh ja. Warum starrt ihr mich an, Vagabund? Noch nie eine Edeldame gesehen. Ja, du bist keine Edeldame. Ah, wir müssen einmal. Ah, wir müssen, glaube ich, einmal um den Pudding rumlaufen. Waffenschmied? Geht ihr immer mit dem Schwert einkaufen? Natürlich. Was ist das denn? Ach, was wir haben hier ist eine Anschlagtafel. Schreit doch nach neuen Quests. So, der Vivon-Vertrag. Beginnt den Vertrag eines Hexers. Okay, dann müssen wir mal kurz mal ein paar Sachen wegwerfen. Sehe ich gerade, wir haben keinen Platz mehr dafür. Okay, dann nehmen wir die Quest vielleicht später an, oder? Vielleicht können wir kurz mal ein paar Sachen von dem Schmied verkaufen. Hat euch die Zunft geschickt? Niemand schickt mich. Vergebt mir. Man hat mich vom Markt verjagt, weil ich der Zunft nicht beitreten wollte. Ich interessiere mich nur für euer Angebot. Entschuldigt mein vorschnelles Urteil. Seht euch um. Warum wollt ihr der Zunft denn nicht beitreten? Warum wollt ihr der Zunft nicht beitreten? Jemand versucht, die Zunft zu übernehmen. Außerdem hasse ich Vorschriften, die mich zwingen, den einen gratis Waffen zu geben und mit anderen keine Geschäfte zu machen. Wer will die Zunft übernehmen? Jemand mit mächtigen Beziehungen.
Selbst die reichsten Kaufleute fürchten. Sag ich nur. Eine große Menge Waffen wurde bestellt. Die können nur für den Großmeister oder den König von Nutzen sein. So. Oh, der verkauft eine neue Rüstung. Aber 5000, wir haben wir nicht. Das will ich nicht verkaufen. Dann verkaufen wir vielleicht mal hier ein paar Schleifsteine einfach. Ja. Ach komm. Ich verkaufe das einfach mal nicht mehr. Ja, einfach, egal. Wir haben ja Igni-Zeichen. Also wir können Lagerfeuer auch mit dem Igni-Zeichen anmachen. Was bietet ihr denn Pfeil? Ich kaufe und verkaufe Waffen. Die besten der Stadt. Kein Kunde hat sich je beschwert. Wir werden sehen. Urteilt selbst. Lebt wohl. Ich glaube, warum trainieren irgendwelche Wachen? Ich höre irgendwie ein gewisses Gestöhne hier. Dann hört das nur endlich so, auf. Drei Plätze hätte ich. Obwohl, wartet mal, wir machen einfach mal auch das Folgende. Wir essen mal kurz hier ein bisschen was essen, damit wir ein bisschen mehr Platz im Winter haben für die... Dank des Wetter. Die Aufträge. Mein Kopf ist nass. Oh, traurig, aber wahr. Bei Regen. So, der Archispur-Vertrag. Beginnt jetzt bei Gassexus. So, ich benötige 3 Fiolen Aschspurensaft. Bezahle Jethro, der Gefängniswärter. So, der Aschspurvertrag. Der Gefängniswärter Jethro bezahlt für 3 Fläschchen Aschspurensaft. Oh, lecker. So, dann der Gravier-Vertrag. So, im Namen von König Foltest wird Stadtvogt Velerat jeden belohnen, der 5 Gravier töten kann. Als Beweis sollen ihre Gebeine abgeliefert werden. 5 Gravier für Velerat töten. Was haben wir hier? Der Gorgo-Vertrag. Ich brauche 5 Gorgonenfedern. Gute Bezahlung. Fragt nach dem Schreiben im Rathaus im Händlerviertel. Neue Quest, der Gorgo-Vertrag. Ich muss für den Schreiber 5 Gorgonenfedern beschaffen. Dann der Flatterer-Vertrag. Für die Fangzähne der als Flatterer bekannten Vampire, die Unruhe in Wüsemar stiften, hat Stadtvogt Velerat eine Belohnung ausgesetzt. Um die Belohnung zu erhalten, muss der Jäger Fangzähne von 3 Flatterern vorlegen. Okay, 3 Flatterer-Fangzähne. Oh, die haben wir sogar anscheinend schon. Tatsächlich, wir haben sogar 4 Zähne. Cool, das heißt, die Quest können wir sogar schon direkt abgeben, theoretisch. Sondern der Ghoul-Vertrag. Im Dienste der Sicherheit Bisimas hat Stadtvogt Velerat ein Kopfgeld für die Vernichtung von 12 Ghoulen ausgesetzt. Als Beweis müssen Fiolen ihres besudelten Blutes ins Wachlokal gebracht werden. Cool. 12-mal Ghoul-Blut. Ich weiß nicht, ob wir das haben. Ich glaube nicht. Ne? Cool, haben wir auch. Sehr gut. Ghoul-Blut. Hier, haben wir 22 Mal. Sehr gut. Dann der Kikimore-Vertrag. Die Kikimoren sind böse und niederträchtig. Daher sagt Stadtvogt Velerat jedem, der sie tötet, eine Belohnung zu. 10 Kikimoren-Klauen bescheren euch ein pralles Geldsäckel. 10 Kikimoren-Klauen. Cool. So. Jetzt schmeiß ich mal kurz hier. Küss dich weg. Nimm hier noch einen Mühwürm-Vertrag an. So, das Gasthaus Neu-Narakot sucht einen Lieferanten für frisches Mühwürmfleisch. Wir brauchen 3 Scheiben. Fragt zum Schankwirt. 3 Portionen Mühwürmfleisch. Haben wir auch. Wir haben schon 7 Stück. Sehr gut. Da haben wir jetzt schon mal ein paar Quests, die wir abgeben können, theoretisch. Wir nehmen eine Menge neue Quests. Gut, dann machen wir das aber erstmal, würde ich sagen, jetzt weiter mit den Sensoren und so, die wir verteilen müssen. Ja, wir müssen gucken, wie ich jetzt am besten dahin komme. Der Regen
Oh, der Regen soll aufhören. Was für ein Freund. Ach, guck mal, ist der Königin Jägers, Mann. Seid gegrüßt, Hexer. Wird es euch im Umland zu eng? Ich wurde nach Visima zurückgerufen. König Foltest ist bald wieder da. Bis dahin belohne ich alle, die sich um öffentliche Ärgernisse kümmern. Öffentliche Ärgernisse? Belohnungen für Ungeheuer. Habt ihr was? Den kennt man ja noch aus dem ersten Kapitel. Was bringt denn Geld? Was bringt Geld? Ein riesiger Wolf ist im Sumpf aufgetaucht und die Einheimischen behaupten, dass Wyvern ihre Kinder stehlen. Wyvern jagen Menschen nicht grundlos. Einheimische, nichts als Ärger. Die haben wohl versucht, die Wyvern zu vertreiben. Erzählt mir mehr. Fragt. Okay, dafür kriegen wir keine Quests. Das ist ja, habe ich glaube ich schon mal gesagt, in irgendeiner früheren Aufnahme auf jeden Fall. Das sind so Kreaturen, die gibt es meistens in fast jedem Akt, glaube ich. Immer so zwei Kreaturen, so richtig starke Viecher. Wo man quasi so eine Trophäe von denen mitnehmen kann. Und dann zu irgendeinem Typen immer hinbringen kann, da kriegt man immer richtig viel Kohle für. So, wo habt ihr von Ungeheuern gehört? Wo habt ihr von Ungeheuern gehört? Aus einem Buch, ein Familienerbstück, in dem alle Bestien beschrieben und abgebildet sind. Wisst ihr, was hier steht? Was? Jedes Ungeheuer steht für eine menschliche Todsünde. Verschlinger für Gier, Vampire für Trunkenheit. Wofür steht ein Riesentausendfüßler? Lebt wohl. Was haben wir hier für die Tür? Lagerhaus beim Wachturm. Ach, das ist ein Lagerhaus. Hier drin. Treppe runter. Die Erdbeere habe ich keinen Platz. Ein Kettenstreitkolben. Hier ist das Friedhofstor. Friedhof von Visima. Was ist denn da hinten für ein Vieh? Ah, das ist ein Gravier. So. Alles klar. Gravier. Ich muss mal kurz gucken unter Ungeheuer. Ne, haben wir noch gar nicht. Gorgo. Das heißt, die zu töten bringt uns noch nichts, wenn wir die töten, glaube ich. Knochen. Ich weiß nicht, ob ich die Knochen schon für den einsammeln kann. Ich glaube nicht. Wie die Dinger aussehen, ey. Wo wir können hier plündern, der hat Überreste. Ah doch, hier sind die Knochen doch. Jawohl, dann können wir uns doch schon mal ein bisschen hier umgucken. Ich glaube, 5 Knochen brauchten wir. Was ich mir auch schon mal überlegt habe, dass wir vielleicht, weil ich so wenig Witcher mache, dass wir das vielleicht mal zusammen im Stream irgendwie mal zusammen machen. Dass ich auch doch mal einen Livestream mache, wo wir einfach mal ein bisschen Witcher spielen. Meine Frage an euch, ob hättet ihr darauf Bock? Ich weiß, Witcher ist nicht so das Projekt, das bei euch am besten ankommt. Deswegen einfach mal die Frage an euch, hättet ihr Bock, wenn ich mal einen Witcher streamen würde? Yeah.
wenn wir mal hier ein bisschen mehr vorankommen, weil das Projekt läuft schon seit gut 2 Jahren und allzu viel habe ich noch nicht gemacht hier eigentlich. Könnt ihr mir gerne mal einen Kommentar da lassen, dann können wir uns, kann ich vielleicht mal die nächste Woche, ein bisschen mehr Zeit habe, Witcher Stream, wenn ihr auch Bock hättet. Oh, ein Flatterer. Wie gesagt, ich möchte auch irgendwann mal das Let's Play mal hier beenden. Also, weil, wie gesagt, das Let's Play läuft schon seit 2 Jahren. Ich mach kaum was dazu. Und das will ich halt ein bisschen ändern. Deswegen schreibt mir einfach einen Kommentar, ob ihr darauf Bock hättet. Dann kann ich vielleicht den nächsten Mal einen Livestream starten zu The Witcher. Das werde ich dann natürlich auch dann immer auch ankündigen. In so einem extra kleinen Video. So. Mache ich mal ein Save. Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt hier einen Katzentrank brauchen. Weil die Höhlen sind hier vor allem in The Witcher 1 immer sehr, sehr dunkel. Ja, guck, das meine ich. Doch, Moment, ich trinke mal kurz den Katzentrank. Ah, der Albu ist das hier sogar. Karte. Ort. Dann nochmal ein Argon, vielleicht spawnen die noch mehr Reviere. Ja gut, weil wir brauchen ja immer noch die Knochen von denen. Da ist noch ein Argon. Ich schaue mir noch mehr Gegner hier an. Vielleicht kommen hier noch ein paar. Moment. Da ist ein Sarkophag. Schwarzpulver. Ja, mit Bomben werde ich im ersten Witcher nicht machen. Da ist noch ein Flatterer. Schon. Da ist noch ein Korb. Brauche ich nicht. Tafelwasser. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr haben wir gerade im Game hier? 11 Uhr morgens. Vielleicht sollten wir hier nachts nochmal hier wiederkommen. Vielleicht irgendwann mal, damit hier die Gravier spawnen. 2 Flatter. Brauche ich nicht anschreien. Na komm. Vielleicht müssen wir nochmal abends hier wiederkommen. Oder nachts, halt, damit hier Graviere erscheinen. Also links kamen wir ja gerade eben her. Jetzt gehe ich mal nach links.
ist noch ein Ghoul. Ich gucke, ob hier noch mehr Gegner sind, die ich aufscheuchen kann. Moment. Ah, ich glaube nicht. Hier haben wir im Kapitel 2, glaube ich, die Leiche von Raimund gefunden, glaube ich, in der Gruft am Friedhof, ne? Ja, Hauptsache, die Leiche hat eine Erdbeere dabei. Sehen wir erstmal nichts mehr, dann sind wir hier erstmal durch. Oh, immer Schwert rausnehmen, weil sonst sind wir nämlich auf jeden Fall schneller. Weiß nicht, gab es hier eine Feuerstelle, damit wir hier kurz zementieren können? Ich glaube hier nicht. Ich glaube, wir müssen nochmal nachts hier wiederkommen. Übrigens, die roten Punkte, die ihr seht, das sind keine Bildfehler. Das ist einfach, das ist durch diesen Katzentrank, den wir getrunken haben. Durch unsere Vergiftung oben. Wir haben schon die Hälfte unserer Vergiftung voll. Die grüne Leiste oben bei unserer Lebensenergieleiste. Rot ist ja unsere Lebensenergieleiste, gelb ist unsere Ausdauer für Zauber, also für unser Zeichen, grün ist unsere Vergiftung. Deswegen sehen wir, haben wir jetzt über diese roten Punkte auf dem Bildschirm. Es ist also kein Bildfehler oder so in der Aufnahme, es ist vom Spiel her. So, guck, ob hier noch jemand, ob die noch spawnen. Ansonsten kommen wir halt nochmal nachts hierher. Ein Alghul. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier zurück in Tempelbezirk, da wo wir auch gehen müssen. Oder Tempelviertel. Zeit ist auch gleich vorbei für die Folge, aber ich glaube, die Quest können wir jetzt auf jeden Fall noch eben fix beenden. Ach guck mal, das sieht nicht gut. Mal sehen, ob wir auch mit ihm reden können. Wir haben uns ja geweigert, in Kapitel 2 ihm zu helfen, haben ihm das Goldteil geholfen. Und das Goldteil haben es ja geschafft, ihn zu schlagen. Die Skojatel haben uns im Sumpf herbe Verluste zugefügt. Genau. Ich bin schlecht gelaunt. Ihr habt frische Soldaten. Schließt euch uns an. Ich bitte euch. Schwört den Anderlingen ab. Mal sehen. Warum seid ihr gekommen? Immer noch auf Posten? Immer noch auf Posten? Arbeit formt den Charakter. Fällt euch ein Name für meine neue Einheit ein? Nö. Die Penner. Nee. Oh, geil. Das ist euer Job. Stimmt, ich sollte euch nicht meine Pflichten aufbürden. Ich kenne mich mit Ordensnamen nicht aus. Ich hab's. Eiserne Flamme. Brillant. Eiserne Flamme. So sei es. Warum seid ihr hier? Ich frage mich, warum das Kriegsrecht verhängt wurde. Ich muss meine Einheit vorbereiten. Ich brauche aber in anderer Angelegenheit Hilfe. Wobei? Wir haben andere Probleme. Aber auf dem städtischen Friedhof sollen Leute verschwinden. Stellt Nachforschungen an.
Winkt eine Belohnung? Natürlich. Sowie die Dankbarkeit des Ordens. Ich sehe mich um. Ich bete für euch. Das heißt, ihr wisst etwas über die Angelegenheiten auf dem Friedhof? Siegfried, wisst ihr etwas über die Angelegenheit auf dem Friedhof? Nur, dass sich kaum einer hineinwagt, weil es dort von Ghulen wimmelt. Es darf nicht sein, dass der Friedhof dem Stadtvolk unzugänglich ist. Aber wir kommen gerade eben vom Friedhof. Auf bald. Da war ich doch gerade eben. Gebt alles, was ihr habt! So. Was vor sich geht? Was ist das denn? Was ist das denn? Okay. Es reicht. Das ist schwer. Okay. Das ist schwer. Können wir vielleicht nochmal später machen, weil jetzt haben wir die Gegner hier gerade erstmal alle erlegt. Hier, Moment. So, die Folge ist vorbei. Timer hat gerade geklingelt, aber ich gehe mal kurz noch nach vorne, wo wir hin müssen, zur Rettung da. Verflucht. So, letzte Sensor da rein. So, ich sollte mit Triss reden. Seit 3 Tagen hatte ich keinen Bissen. Alles klar. Gut, meine Freunde, aber ich würde sagen, dann mache ich erstmal hier einen Schnitt für die Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, meine Freunde. Macht's gut. Ich gehe zum Schlosstor. Der Händler dort verkauft gutes Brot. Gutes Essen ist so schwer zu bekommen. Wann lassen die endlich wieder Kaufleute in die Stadt? Man munkelt, die Quarantäne werde so lang dauern, wie die Pest wütet. Wie ein Pech. So, jetzt aber bis zur nächsten Folge, meine Freunde. Ciao. Und was ist das? Das ist das Ende des Let's Plays. Der Folge, Entschuldigung. Ist schon spät. Ciao.